Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir mal wieder einen Gameboy Color Titel. Und zwar Galaga Destination Earth. Ja, Galaga ist hier eins dieser ganz, ganz frühen Arcade-Hits. Von 81 ist es erstmals erschienen und wurde natürlich dann auch in diversesten Versionen denn, danach auf verschiedene Systeme portiert, unter anderem auf die PlayStation und auch auf den Game Boy Color hier. Im Jahre 2000 ist nur in den USA erschienen und das Spiel hat einen verdammt schlechten Ruf. Und da würde ich sagen, ich schau einfach mal rein, warum das so ist. Das Originalspiel ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Das heißt, meine Erinnerungen sind jetzt nicht unbedingt vielleicht so die frischesten. Aber ich würde sagen, schauen wir mal rein. Und falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, haut's in die Kommentare rein. Sollten schlechte Spiele sein, die aus irgendwelchen Gründen euch vielleicht als Kind frustriert haben oder ähnliches, haut's mal in die Kommentare rein. Ich spiele das gerne mal nach. Okay, also wir können zumindest auch auf jeden Fall mit zwei Spielern spielen. Also das Soundeffekt war schon nicht schlecht. Okay. Oh Gott. Oha. Also die Gegner, die spawnen ganz schön hier. Sehr seltsam. Also im Prinzip, das Original war ja auch hier so eine Art Shooter. Was jetzt? Es sind verschiedene Welten. Ich dachte schon, ist das Level denn schon zu Ende? Joa, also ich meine, Grafik und sowas geht eigentlich ganz in Ordnung. Es ist halt wirklich nur seltsam, dass die so spawnen. Also ich hätte jetzt gesagt, jetzt so vom Spielgefühl ist es halt nicht so geil, dass ihr relativ zügig da quasi zurückgehalten werdet. Da wäre vielleicht so ein scrollendes Level wie bei Solar Striker oder irgendwie sowas mir ehrlich gesagt lieber gewesen, aber das Original, das hatte ja auch nur so eine Art Semi-Scrollen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen ist es so gesehen relativ nah an Original dran, aber also das stört mich jetzt. Also Steuerung geht in Ordnung. Ganz ehrlich, was will man bei so einem Shoot'em'up an der Steuerung jetzt auch großartig falsch machen? Ich glaube, ich kriege hier auch ab und zu irgendwelche Power-Ups. Gut, die Gegner sind immer dieselben. Deswegen wird es etwas eintönig. Es ist immer dieselbe Welle, oder? Es sind immer dieselben Gegner, glaube ich. Na, wo sind sie? Wie hätte ich denn da jetzt ausweichen sollen? Ohne Witz. Was ist passiert? Jetzt mal ohne Witz. Was kommt das mir gerade nur so vor? Habe ich jetzt gerade irgendwie nicht aufgepasst oder war das jetzt ein ziemlicher Schwierigkeitsspike? Naja, komm. Ich probiere es nochmal. Weil hier die Anfangswellen, es ist ja. Ah, okay. Wenn sie anscheinend hochfliegen, dann können sie euch nicht verletzen. Immerhin sind sie so fair. Na hier, es ist doch Pillepalle. Und dann irgendwie. Seltsam. Also. Ist es nicht das Worst-Spiel ever? Ich finde halt dieses Grunddesign etwas seltsam. Aber gut, da kann man sich ja drauf einlassen. Es ist halt sehr primitiv, aber so gesehen, bei Namen Galaga habe ich jetzt auch nicht so unbedingt das große technische Innovation und neue Spielprinzipien irgendwie mir gedacht. Also dieser Soundfact ist, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, Also ich weiß das Spiel nicht so recht anzufangen. Also. Okay, ich glaube, da bin ich jetzt zufällig einen Schuss irgendwie ausgewichen. Entschuldige, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie konstant labere, aber bei so Shoot'em'ups, da muss man immer echt gut die Übersicht behalten. Ich frage mich natürlich, ich spiele das ja wie immer hier auf dem Emulator, das ist für mich einfacher zum Aufnehmen, wie das dann wirklich auf dem Game Boy Color ist, weil die Gegner bewegen sich schon sehr schnell, muss ich sagen.
Und da vernünftig mit einem nicht vernünftig beleuchteten Bildschirm den Überblick zu behalten. Bin ich jetzt hier in neuen Level? Ich habe es gerade nicht gelesen. Es ist halt irgendwie langweilig. Irgendwie. Ne? Also, ihr seht es halt so, wie es halt ist. Also, die haben ja noch einen Untertitel gemacht. Das impliziert ja, dass sie jetzt auch irgendwie was hinzugefügt haben. Und die Grafik haben sie so einigermaßen auf einen neueren Stand gebracht. Okay, gut, das Raumschiff sieht wahrscheinlich so aus, wie es aussieht, weil es so ein bisschen an die Hommage an das Original sein soll. Das hätte man jetzt auch schöner gestalten können. Aber die Hintergründe, die gehen eigentlich in Ordnung. Die Gegner sehen halt auch so aus, weil sie damals so aussahen. Ne? Hier diese Bienen und alles, ich nenne es mal. Wo kam jetzt dieser Schuss her? Jetzt mal ohne Flachs. Also, es spielt nicht gerade mit fairen Karten. Nennen wir es mal so. Und im Prinzip, guckst du mal an, das ist doch immer dasselbe. Die verteilen sich immer dasselbe, nur dass halt deren Schießereien irgendwie immer unfairer werden. Habt ihr jetzt gesehen? Die macht halt Nooping und zack, okay. Skillbasiert damals Arcade, okay, schön und gut. Oh, Ray 4. Es ist halt langweilig. Guckt's euch an. Es gibt natürlich keinen. Ihr könnt den Knopf nicht einfach gedrückt halten, natürlich, ne? Weil wozu auch? Wozu hier Komfort irgendwie haben? Also, wie die schießen, ich muss sagen, das finde ich nicht sehr fair. Das missfällt mir irgendwie. Oh, wir haben ein neues Level, okay. Neuer Hintergrund. Guckt es euch mal an, es ist genau derselbe Scheiß. Es ist genau derselbe Scheiß, nur mit anderen Farben. Könnt ihr nicht wenigstens irgendwie die Bewegungspattern ändern? Guckt's euch an, es ist derselbe Scheiß. Es sind dieselben Gegner, es ist derselbe Scheiß. Boah. Wenn sie schon so unfaire Schusssequenzen haben, dann können sie wenigstens etwas mehr Variabilität hier reinbringen. Jetzt finde ich auch diesen nicht mehr so toll, ehrlich gesagt. Meine Fresse. Nervt mich das Spiel. Das Spiel nervt mich, ne? Es ist. Stell euch mal vor, ihr wart damals Kind, euer Vater, eure Mutter hat Gallagher damals in der Arcade gespielt und dachte, ach ja, eine neue Auflage, das hat mir damals gefallen, schenke ich mal, ne? Kriegt das zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und das ist ja so ein Scheiß. Ich weiß, ne? Als Kinder war es so, dass wir wirklich gespielt haben, was da war. Wir hatten ja keine Auswahl, also hat man auch schlechte Spiele ewig gespielt, aber gut, dass wir jetzt die modernen Zeiten haben und ich dieses Spiel nicht länger spielen muss. Bitte Finger weg davon. Ich wette, die weiteren Welten gehen exakt so weiter. Und dann werde ich böse, wenn sich nur der Hintergrund ändert. Nervig. Danke trotzdem, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.